Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir mit drei wirklich tollen Büchern. Also es war eine Bücherwoche ganz nach meinem Geschmack und die mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Zudem wurde es am Wochenende auch endlich frühlingshaft. Wir hatten hier was zwischen 12 und 15 Grad. Und die Sonne hat geschienen und es war so, so, so schön. Nichts gegen vielleicht die Kälte, die Dunkelheit war ja so eher das, was mich da gestört hat. Es war so schön, einfach eine Stunde oder auch zwei draußen spazieren zu gehen, frische Luft zu haben, Licht im Gesicht, Sonne im Gesicht. Und es war so, so gut für den Kreislauf, für den Körper und tatsächlich auch so ein bisschen für die Seele und fürs Herz. Und ja, es soll jetzt ja nochmal im März irgendwie so einen Polareinbruch geben. Das ist dann, wie es ist. Aber ja, man muss, glaube ich, aus jedem Wetter versuchen, immer das Beste zu machen, insofern es da halt körperlich irgendwie so mit klappt. Ich bin froh, wenn der Kreislauf jetzt nach oben geht und es dann hoffentlich so ein bisschen zumindest hell bleibt und der Frühling dann langsam bei uns starten kann. In der Bücherwoche hat auch The Masked Singer begonnen. Dazu werde ich kurz ein bisschen was erzählen. Ich habe Sherlock beendet und ich habe eine neue Serie angefangen und nach zwei Folgen abgebrochen. So rum passt. Und es gibt schon Pläne für Filme jetzt in der aktuellen Woche, aber dazu dann später mehr. Ich glaube, wir starten erstmal mit den drei tollen Büchern der Woche. Und zwar hat meine Bücherwoche begonnen mit Das große Los von Maike Winnemuth. Ein Buch, das ich schon ein kleines Weilchen auf dem Sub habe und mich jetzt gefreut habe, als das Fernweh rief, dazu zu greifen. Und dann habe ich eine Dilogie von Thomas Thiemeier beendet. Und zwar ist das die World Runner Reihe. Das sind zwei Bände, eine Dilogie. Und ich habe die beide hintereinander weggesuchtet und werde dann dazu auch ein bisschen was erzählen. Und wir starten wie gewohnt chronologisch mit dem Buch von Maike Winnemuth. Das große Los, und da kommt Frau Sunny und will mal stupsen, also nicht wundern, wenn es hier irgendwo schnurrend oder maunzend zur Sache geht. Das Buch ist von 2018 und die Autorin hat zur damaligen Zeit 500.000 Euro bei Günter Jauch bei Wer wird Millionär gewonnen. Ich glaube, das war 2010, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist sie 2011 auf eine Weltreise gestartet. Ich hatte großes Fernweh und auch nicht ganz so gute körperliche Stimmung, sage ich mal, und dachte so, jetzt machen wir eine kleine Weltreise und das mache ich zusammen mit Maike Winnemuth. Es gibt mittlerweile auch zwei weitere Bücher von ihr, wo mich besonders das Buch Bin im Garten sehr interessiert und ich glaube, das könnte demnächst bei mir einziehen, vielleicht ja sogar als Hörbuch. Ich glaube, sie spricht die sogar selbst, was ich ja tatsächlich auch immer richtig cool finde, wenn dann Autorinnen und Autoren im Grunde selbst zur Vertonung greifen. Hat mir ja letztens auch bei Melanie Rabe sehr, sehr gut gefallen. Habe ich ja jetzt auch am Donnerstag im Hörgenuss drüber geschwärmt. Also schaut da gerne auch in die Infobox, da findet ihr auch immer den Hörgenuss, wie auch alle Bücher, die ich natürlich vorstelle. Ja, Maike Winnemuth ist Baujahr 1960, war also im Grunde irgendwas so um die 50, als sie den Entschluss gefasst hat, jetzt eine Weltreise zu starten. Sie ist freie Journalistin und kommt aus Neumünster, hat dann aber jetzt, glaube ich, in München gewohnt, wenn ich mich recht entsinne. Sie hatte eine 500.000 bei Günter Jauch gewonnen und war dann eben der Meinung, sie will ein bisschen aus ihrem Leben herausbrechen. Sie will zwar unterwegs weiter arbeiten, halt ein bisschen reduzierter, aber sie will ein bisschen die Welt kennenlernen. Hat sich dann ein bisschen untypischerweise für 12 Städte entschieden, die sie eben einen ganzen Monat lang bereist, um nicht unbedingt dieses hektische Gefühl so mancher Weltreise zu haben, dass man jeden Tag woanders ist, sondern wo man wirklich auch was von dem Land mitbekommt, von der Stadt und eben auch von den Menschen im Umfeld. Und so ist sie unterwegs, ich glaube, sie hat in Sydney gestartet, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben in Sydney begonnen. Bilde ich mir ein. War ich richtig? Januar, Sydney, genau. Und dann haben wir hier auch eine Karte drin, wie es weitergeht. Es geht dann nach Buenos Aires, es geht nach Mumbai, nach Shanghai, Honolulu, San Francisco, London, Kopenhagen, Barcelona, Tel Aviv. Dann sind wir in Addis Abeba, das ist in Äthiopien, und auf Kuba in Havanna. Also wirklich so ein bisschen von allem was dabei. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Ziele, die das natürlich auch super spannend und interessant machen. Und am Ende einer jeder Reise, einer jeder Stadt,
gibt sie uns eine Liste mit 10 Dingen, die sie eben in dem jeweiligen Land gelernt hat. Und das fand ich auch immer super toll und hat mir auch super gut gefallen. Es war für mich ein Highlight. Also zum einen tatsächlich Maike Winnemuth, wie sie die Welt sieht, wie sie Menschen beobachtet, Städte kennenlernt, wie wir sie auch gezeigt bekommen, also wie sehr sie sozusagen auch ihr Herz öffnet, wie sie diesen Brief schreibt im Grunde an uns und ihre Gedanken darin festhält. Es ist kein sachliches Reisebuch, es ist kein Tagebuch für jeden Tag. Es ist wirklich so schon ein bisschen eine komprimierte Erzählung, was sie in der jeweiligen Stadt gut fand, schlecht fand, was sie gelernt hat, was sie vielleicht auch mitnimmt, was sie mitgegeben hat. Und das macht sie super locker, sehr leicht, das macht sie persönlich, authentisch und sie hat mich relativ schnell gefangen. Mit diesem unaufgeregten, aber sympathischen Stil, wie sie uns ihre Weltreise erzählt, das fand ich wirklich mega. Also das hat mir super viel Spaß gemacht, ich konnte mitgehen, ich habe mich angesprochen gefühlt, ich habe ihre Probleme verstanden, ihre Gedanken hat sie uns näher gebracht, auch dass sie ja nicht immer alles gut geplant hat oder auch alles gut hinbekommen hat, dass sie sich manchmal auf Dinge einfach eingelassen hat. Sie hat auch parallel zu ihrer Reise einen Blog gehabt, wo sie von Leuten Tipps entgegengenommen hat, auch Aufträge und Ähnlichem. Das fand ich richtig, richtig cool. Man darf hier nicht etwas erwarten, wie wirklich ein Reisejournal, ein Reisetagebuch, wo einem explizit jeden Tag irgendein Ziel empfohlen wird. Das ist es nämlich nicht. Es ist ein sehr persönliches Buch mit wirklich tollen Erzählungen zu den Unternehmungen, die sie in der Stadt, in dem Land macht, auch wenn sie dann Rundreisen macht oder sich wirklich ja ganz klassisch als Tourist zu Fuß auf den Weg macht und das auch teilweise in Ländern, wo keiner zu Fuß geht, wenn er nicht muss und wenn man dann muss, ja, das fand ich total faszinierend. Ich mochte ihren Blick auf die Welt, auf diese oftmals Andersartigkeit. Ich fand es wunderbar, wie offen sie war, wie weltoffen sie tatsächlich ist und wie viel sie auch mitnimmt und wie sie oft auch erzählt, wie Dinge eben ihr Denken verändert haben. Und das hat sie wirklich unfassbar toll rübergebracht. Also es war ein Genuss, es zu lesen, ihre Gedanken zu folgen, mit dabei zu sein bei diesen Städten, bei diesen Reisen. Natürlich zieht man so aus dem einen oder anderen Land so seinen Favoriten heraus. Es war einfach tatsächlich super sympathisch. Es ist ganz schwierig, da Worte, finde ich, zu finden, weil Maike Winnemuth das auf eine ganz persönliche, besondere Art und Weise macht, was sie uns hier erzählt und dann am Ende im Grunde auch irgendwie das Fazit zieht, ja, man muss gar nicht 500.000 Euro gewinnen, um das zu machen. Wenn man nebenbei arbeitet, braucht man eigentlich gar nicht viel. Und auch, wie sie uns dann so ein bisschen von ihrem Zurückkehren erzählt, dass dann eben manchmal doch eine große Wohnung auch einfach zu groß ist, dass man mit viel weniger auskommt und sie jetzt ja auch ein Jahr im Grunde aus dem Koffer gelebt hat und sie schickt sich dann auch Dinge nach Hause und wie das zu Hause ankommt, fragt sie sich, was hat sich denn die Maike aus der damaligen Zeit dabei gedacht, so viel Geld für so einen Umzug im Grunde auszugeben, um das loszuschicken und wirklich welche Begegnungen sie auch erlebt und wie die Menschen auch auf sie reagieren und das fand ich großartig. Also es hat mich wirklich sehr berührt, es hat mich sehr mitgenommen, es hat mich mitgerissen. Es war wirklich eine Sogwirkung, hat mir viel, viel Spaß gemacht und war nicht mein letztes Buch der Autorin. Also wie gesagt, bei Bin im Garten bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich mag meinen Garten auch super gerne und kann mir vorstellen, dass sie das in diesem unaufgeregten, sympathischen Stil durchaus auch ganz wunderbar erzählen kann. Also von mir wirklich eine Empfehlung, wirklich ein Highlight und ja, hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und hatte ich irgendwie gar nicht so erwartet. Also ich habe natürlich schon erwartet, dass mir das Buch gefallen wird, weil auch die richtigen Menschen immer mal davon geschwärmt haben. Aber dass es mich so packt und ich das auch in 2 Tagen wegsuchte, hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet. Aber umso schöner, wirklich ein Highlight, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann kommen wir zu einem nächsten Highlight, beziehungsweise sind es ja 2 Highlights, und zwar ist es die World Runner-Reihe von Thomas Thiemeyer. Zum einen, der erste Teil ist die Jäger und Band 2 sind dann die Gejagten. Optisch wirklich auch richtig, richtig schön gemacht und ich glaube, da werden Jugendherzen
höher schlagen. Also ich finde die optisch wirklich richtig schön. Werde mich jetzt aber darauf beschränken, nur den ersten Teil hochzuhalten. Mit zweien wird das sonst einfach zu schwierig. Letztes Jahr habe ich die beiden Bücher über den Autoren vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es sind also zwei Rezensionsexemplare und ich habe sie diese Woche direkt hintereinander weggelesen, weil der erste Teil für mich definitiv ein Highlight war. Ich lese hin und wieder sehr gerne Jugendbücher. Man muss so ein bisschen in Stimmung sein, man braucht was Leichtes, weil natürlich Jugendbücher vom Stil her immer schon ein bisschen unterhaltsamer sind, schneller sind, nicht ganz so in die Tiefe gehen und man braucht ja auch nicht immer ganz so extrem viel Fantasie. Und danach waren wir tatsächlich auch und ich finde, Thomas Thiemeier hat das großartig gemacht. Also er hat wirklich wunderbare Jugendbücher hier geschaffen, eine wirklich großartige Reihe, wo ich wirklich glaube, dass das Jugendliche sehr, sehr anspricht und ihnen auch super viel Spaß macht, so wie mir auch. Ich kenne von dem Autor bisher keins seiner Jugendbücher. Ich weiß, dass es irgendwas mit Eden gibt. Ich habe früher von Thomas Thiemeier immer mal diese erwachseneren Abenteuerromane wie Magma und wie heißt die mit den vielen schlangenartigen Haaren? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Also ich habe da 3-4 Bücher von ihm gelesen und fand auch seinen Stil damals schon sehr gelungen. Ich finde, er schafft es, dieses Abenteuerliche super zu transportieren und das macht er in diesem Buch auf. Aber jetzt, um was geht's erstmal in dieser Reihe? Ja, wir treffen hier auf Tim. Das ist ein Jugendlicher, der es nicht ganz einfach hat, der seine Mutter vor einem Jahr verloren hat, dessen Vater sich in die Arbeit flüchtet und er so ein bisschen auch für seine jüngere Schwester zuständig ist. Er ist aber auch gleichermaßen Runner aus Leidenschaft und bekommt nach einem waghalsigen Fund eine Schatze sozusagen, eine Einladung von Global Games zu einer deutschlandweiten Schatzsuche. Und da ist er natürlich direkt Feuer und Flamme. Jetzt wird man sich fragen, was sind denn diese Runner, die im Grunde hier unterwegs sind? Im Grunde spielen die das gefährlichste Spiel auf der Welt und gehen dabei sehr, sehr an ihre Grenzen. Denn Jugendliche laufen hier von Ort zu Ort, lösen Rätseln innerhalb einer Zeit, um dann eben einen Schatz zu borgen. Erinnert so ein bisschen an Geocaching. Ich hoffe, man spricht das so aus. Und es wird jetzt hier bei dieser deutschlandweiten Suche, gibt es eben 100 Jugendliche, die zu den Besten in Deutschland gehören. Und es gibt 7 Claims, 7 Schätze, die an 7 Orten versteckt werden. Und jeder Ort, jedes Rätsel, jeder Schatz führt einen zum nächsten. Und die Besten aus Deutschland gehen eben auf die Jagd, auf die Suche. Und allein merkt er recht schnell, kommt er vielleicht gar nicht so weit. Und so sucht er sich ein paar Verbündete und auch Freunde und wird dann eben schnell zum Jäger und dann eben durchaus auch im zweiten Teil zum Gejagten. Ich möchte gar nicht so viel zum zweiten Teil erzählen, vielleicht eher so dann zu meinen Eindrücken, weil natürlich der zweite Teil so ein bisschen auch das Ende des ersten Teils spoilert. Beim zweiten Teil ist es dann eher so, wie es auch die Reihe verspricht, dass man in der Welt unterwegs ist, nicht mehr deutschlandweit, sondern die Jagd dann eben weltweit der Fall ist. Aber mit so ein paar Kniffen, die auch super spannend und gut waren. Wenn ihr hier jemanden reden hört, das ist der kleine Samwise, der nicht in das Zimmer darf, in das er gerne gerade möchte und das hier jedem kundtun muss. Ja, mein Schatz. So geht das gefühlt sehr häufig am Tag. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Band 1 war absolut großartig. Ich habe den Wälzer, ich glaube es sind ein bisschen was über 420, 440 Seiten, wirklich gefühlt im Nu weggelesen. Ich war da drin, ich habe schwupps 150 Seiten gelesen, ich war angetan vom Schreibstil, von der Spannung, von diesem Abenteuerlichen, von dieser Schatzjagd, von Rätsellösen. Das hat Thomas Thiemeier wirklich großartig gemacht. Es war ein Wahnsinnsauftakt, es war toll umgesetzt, wir sind mit Tim unterwegs, wir haben auch andere Perspektiven. Es ist jugendlich, es ist leicht, aber es ist unfassbar spannend und hat mich an manchen Stellen, gerade wenn es ums Rätsellösen geht, doch ein bisschen an Dan Brown erinnert, weil ich so dachte, so ähnlich machen wir das mit Robert Langdon, natürlich etwas größer, etwas schwieriger, durchaus auch. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass ich die Rätsel alle gelöst habe, die hier drin auftauchen. Nein, das definitiv nicht. Aber man merkt natürlich, dass das hier eine jüngere Zielgruppe ist und es dann halt vermeintlich ein bisschen leichter ist, als es bei Dan Brown ist. Aber diesen Vergleich möchte ich definitiv ziehen, weil die Idee, dass man hier eben
abenteuerlicher unterwegs ist, Rätsel löst und wirklich diese Spannung dabei hat, auch diese Spannung der Charaktere spürt, das finde ich, hat Thomas Thiemaier wirklich großartig gemacht. Auch dieses, dass wir hier auf Reisen sind, dass wir in Deutschland unterwegs sind, dass wir hier Jugendliche begleiten, das fand ich richtig, richtig toll. Klitzekleiner Kritikpunkt ist, dass ich eben nicht glaube, dass Jugendliche sich tatsächlich deutschlandweit einfach auf den Weg machen. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich so als 14-, 15-, 16-Jähriger wäre. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, wie alt Tim definitiv war. Ich weiß nur, dass dann sein Vater am Ende sozusagen irgendwie was unterschreiben musste, weil er eben nicht volljährig ist. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht hätte man sie einen Hauch älter gemacht. Vielleicht tatsächlich auch schon volljährig. Aber das war so eine Spur, wo ich dachte, ob ich da so als Jugendlicher einfach losgetigert wäre, dass auch keiner das irgendwie komisch findet, dass da so viele Jugendliche dann irgendwie an einem Ort auftauchen. Aber das ist wirklich nur klitzeklitzekleines Ding, was so in meinem Hinterkopf dann gerattert ist. Denn ich fand es hier wirklich sprachlich toll. Ich fand es bildhaft, lebendig. Und wirklich diese Spannung, also es war wirklich durchgängig interessant, es war greifbar, es war mitfiebrig und wir waren an verschiedenen Städten. Manche Städte kannte ich auch schon, das fand ich richtig toll, wenn wir hier in Leipzig unterwegs sind, Berlin. Das hat mir super, super viel Spaß gemacht und man merkt schon, dass es natürlich ein bisschen jugendlicher und leichter ist, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Besonders schön fand ich auch immer die Aufregung, wenn die Teilnehmer, die Jugendlichen an den Rätsel kamen, wenn rumüberlegt wurde, dass man recht schnell so ein bisschen gemerkt hat, wie ist die Rollenverteilung, wer ist wie, wo gut, wer ist riskiert auch mal mehr, wer ist waghalsiger, wer ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft, fand ich richtig, richtig toll und es war wirklich abwechslungsreich und es war rasend schnell erzählt und es war richtig, richtig toll. Ein bisschen hat für mich der zweite Teil geschwächelt, wobei ich würde ihm immer noch durchweg im Grunde 4 Sterne geben, Band 1 wirklich ein Highlight. Ich fand im Band 2 so ein bisschen das Weltweite ein bisschen, fand ich gut, aber ein bisschen unglaubwürdig. Auch was den Konzern dahinter so ein bisschen antreibt, fand ich ein bisschen merkwürdig. Und es war manchmal too much. Also es war hier zu viel, zu schnell und zu groß. Und das war an mancher Stelle einfach zu viel des Guten. Aber für mich wirklich eine Dilogie, ist egal welches Buch ich hochhalte, für mich wirklich eine Dilogie, die mich auch seit langem im Jugendbuchgenre mal wieder gepackt, gefesselt hat. Ich habe wirklich beide Bücher mit ja knapp 900 Seiten in der Woche weggesuchtet, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und hat mich super gut unterhalten und ich hatte gar keine so große Erwartung dran, aber ich fand die wirklich gut und ich mir haben die super viel Spaß gemacht und ich war direkt auch ein bisschen eine Spur wieder jünger und habe mich selbst ein bisschen wie 16, 17, 18 gefühlt und mir hat super viel Spaß gemacht. Also wirklich eine absolute Empfehlung für Jugendliche und auch jung gebliebene Erwachsene, die Abenteuer mögen, die Reisen mögen, die Rätsel lieben und die da einfach Spaß haben und Lust drauf haben. Also wirklich kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich weiß schon jetzt, wer die Bücher im Anschluss zum Lesen bekommt, weil ich tatsächlich jemanden im bekannten Freundeskreis habe, die auch Geocaching machen. Ich werde mich da auch noch erkundigen, ob man das so ausspricht. Und ich glaube, da ist das perfekt angebracht, um die nächste Lektüre zu werden. Also wirklich Empfehlung. Und vielen Dank auch an den Arena Verlag für die zur Verfügungstellung dieser ganz, ganz tollen, besonderen Dilogie. Und das waren sie dann auch schon, die 3 Bücher der Woche. Wirklich ganz, ganz tolle Lektüre. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. So auch die letzte Staffel von Sherlock. Ich bin ein großer Fan der 4. Staffel, besonders von der letzten Folge. Und liebe es, wieder ganz viele Puzzleteile sich zu einem Bild vereinen. Also mir macht Sherlock immer wieder richtig, richtig viel Spaß und ich fühle mich da wunderbarst unterhalten, auch mit dieser, wir schauen nicht richtig hin, wir erkennen es nicht, wir sehen aber und ich bin auch ein totaler Fan der Schauspieler. Also wirklich Benedict Cumberbatch, perfekt besetzt, Martin Freeman als Watson, großartig, auch die Schauspieler von Mycroft und Moriarty und ich bin da wirklich ein riesen, riesen Fan und mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ich kann die ja wirklich gefühlt so 2-mal im Jahr durchschauen und ich habe da immer Freude dran. Ich entdecke immer wieder was und merke dann auch so beim Rewatch sozusagen, ach stimmt, so und so und da, wenn ich da dran, hier hinten, dann da vorne. Und ja, es macht unfassbaren Spaß und
hat mich gut unterhalten. Dann habe ich begonnen und auch nach 2 Folgen abgebrochen. Ich bin immer für dich da. Das läuft jetzt, glaube ich, seit Anfang Februar auch auf Netflix. Ist eine Serienverfilmung zu Christine Hennas Roman Die Mädchen aus der Firefly Lane. Die habe ich ja gelesen und, glaube ich, knapp nach einem Drittel auch abgebrochen. Mir haben die Charaktere nicht ganz so gut gefallen. Es muss ja auch eine anfängliche Geschichte der Autorin sein, die letztes Jahr nur neu aufgelegt wurde. Und ich habe in der Serie tatsächlich das gleiche Problem wie im Buch, dass ich mit der Protagonistin, mit Tully, überhaupt nicht zurechtkomme. Oder war es Kate? Nein, ich glaube Tully. Das sind ja 2 Mädels, die unterschiedlicher nicht aufwachsen konnten und die aber sich dann irgendwie anfreunden, beste Freunde werden, dann auch im Erwachsenenalter noch befreundet sind und gerade dann im Erwachsenen eben auch Dinge passieren, die eine im Schatten der anderen steht und, ach, ich weiß auch nicht, ich fand es mit den Schauspielern gut besetzt. Es ist ja Catherine Hegel und eine blonde Schauspielerin, die man aus Roseanne kennt, als die 2. Becky. Und ich glaube auch Scrubs. Ich komme nicht drauf. Sarah Chalky. Ich hoffe, sie heißt so. Und an und für sich mag ich die ganz gerne und schaue die auch gerne. Aber ich komme mit dieser Konstellation, dieser Freundschaft nicht zurecht, der Charaktere nicht so richtig. Und ich fand eben auch eine der beiden total drüber und übergezeichnet. Und mir hat das keinen Spaß gemacht. Also ich habe so in der 2. Folge gedacht, ach, ja, habe es dann eben auch abgebrochen. Begonnen hat in der letzten Woche dann The Masked Singer und die erste Maske ist schon gefallen und ich muss echt sagen, ich fand es diesmal unglaublich schwer. Ich habe ein Notizheft, ein Journal, in das ich immer so ein bisschen reinschreibe, wer singt, was singt er, wie ist mein Eindruck, ich auch wirklich so kontinuierlich verfolge, wie ist meine Meinung, wer könnte unter der Maske stecken und ich habe mehr Fragezeichen als Namen dastehen. Also ich fand es unglaublich schwierig. Mit den Indizien kann man gefühlt überhaupt nichts anfangen, war so mein Eindruck. Ich wäre nie auf die gekommen, die jetzt ihre erste Maske hat fallen lassen müssen. Aber wäre ich nie drauf gekommen. Und ich finde es unfassbar schwer. Die Jury hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Ruth Moschner. Ich finde sie aber da ganz gut passend, weil sie schon auch sehr stalkermäßig unterwegs ist und tolle Tipps so aus Instagram und sowas mitnimmt. Es war Caroline Kebekus dabei, die ich gar nicht so einschätzen kann, weil ich die gar nicht groß kenne. Und Ray Garvey, den ich ja auch unter anderem als Jurymitglied bei bei The Voice of Germany kenne und den auch ganz sympathisch tatsächlich finde. Und es war eine ganz spannende Mischung. Man hat es versucht, glaube ich, anfangs ein bisschen zu komprimieren, weil man, glaube ich, schon auch auf die Community gehört hat, die halt immer sagt, dienstags abends eine Sendung bis 22:30, viel tausendfach Werbung. Man will das ein bisschen komprimierter machen, schwieriger machen. Das Schwierige ist gelungen, das Komprimierte nicht. Ich glaube, es ging trotzdem bis 22:50 und es war zumindest gegen Ende hin unglaublich viel Werbung. Und ja, jetzt kann man diese Diskussion natürlich aufmachen, dass es hier keine Anruf-Jury gibt. Also man muss nicht anrufen, wie zum Beispiel auf anderen Sendungen. Man kann das über eine kostenlose App machen und so weiter. Aber rechtfertigt das wirklich, dass man irgendwie 5x10, 12 Minuten Werbung hat? Ich weiß irgendwie nicht. Oder ist man einfach nur verwöhnt, weil man nirgendwo anders mehr Werbung hat? Kann natürlich auch sein. Natürlich kann ich jetzt auch wieder sagen, ich nehme es auf, schaue es am nächsten Tag. Aber das Mitraten und so, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen was einfach Spaß macht und live dabei sein. Und ha, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe tatsächlich am Dienstagabend dann mein Wohnzimmerplan, das Putzen sozusagen durchgeführt. Ich habe nachmittags gelesen und dafür dann abends in den Pausen tatsächlich alles Mögliche abgestaubt, abgewischt, am Ende durchgefegt und in der letzten Pause bin ich dann sozusagen in die Dusche gegangen. Und es hat wunderbar funktioniert, also vielleicht sollte man das mit etwas Praktischem kombinieren. Es hat mir aber bis auf die Werbung wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Kostüme wieder großartig, ich mochte die Jury, ich finde auch so die Harmonie passt ganz, ganz toll. Und ich mag dieses Konzept, dass jeder einfach unter so einer Maske sein kann, auch jemand, der eben nicht singen kann, der performt hier einfach großartig und kann hier richtig weit kommen. Ich finde das richtig, richtig toll und ich wäre super gerne auch mal unter so einer Maske. Also ich bin ja schon jemand, der gerne bei Let's Dance mal mittanzen würde, wobei jetzt diese Staffel werde ich gar nicht verfolgen, weil meine Lieblingstänzer gar nicht mit dabei sind und auch sonst gefühlt irgendwie gar kein Promi, der mir irgendwie was sagt. Das ist, lasse ich aus. Aber so unter einer Maske singen,
Wäre schon cool. Mal gucken, ob man da nicht mal irgendwie, vielleicht schreibe ich mal ein ProSieben, mal sehen. Nein, aber macht mir unfassbaren Spaß und ich mag eben auch Musik und ja, umso mehr, dass man jetzt eben hier so ein bisschen, ja, diesen Spaß daran auch einfach haben kann am Dienstagabend. Ja, so ist das. Ansonsten lesen wir ja im Leseklub noch Nevermore, den Auftakt von Jessica Townsend. Ich glaube, so heißt sie. Fluch und Wunder. Da haben wir Samstag begonnen. Da kann ich also noch gar nicht so viel verraten. Der Einstieg war auf jeden Fall mal skurril cool. Das kann ich vielleicht schon verraten. Und in der nächsten Woche berichte ich da dann auf jeden Fall ausführlich. Leseklub, ähnlich wie auch die Buchinfos, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da immer gerne mal vorbei. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was ihr in der Woche gelesen habt oder welches Buch euch aktuell begleitet. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.